Hallo meine lieben Leute und herzlich willkommen zurück zu Star Trek Online. Ja, der Schlag gegen die Wartur steht kurz bevor. Und ja, wir haben eine ja doch sehr große Allianz mittlerweile zusammenbekommen. Und werden jetzt den Angriff starten in, wo haben wir sie jetzt? In Verhaftung. The time has come to end the Vardwar threat to the Delta Quadrant. Our allies are assembling at the Janolan Dyson Sphere to plan our assault on the Vardwar homeworld. You will serve as the battle commander for the assault. Admiral Tuvok is waiting for you at the Janolan Dyson Sphere. He will brief you and our allies on our strategy. Good hunting. Ja, dann kann es ja endlich losgehen. Dann werden die Wartur nämlich endlich das bekommen, was sie verdienen. Und zwar einen von Latz zu bekommen. Wir sind im System der Janolan Dyson Sphäre eingetroffen, Sir. Ihre Befehle lauten, sich auf die Oberfläche zu beamen und an der Konferenz teilzunehmen. Dann werden wir das mal machen. Da vorne sehen wir sogar schon Kubus der Kooperative. Ja, eine Vielzahl von Schiffen, das stimmt wohl. Hier sind wirklich einige Schiffe unterwegs. Aber all diese Schiffe werden wir auch benötigen, um die Wartur anzugreifen. Also von daher, das wird noch ein ganz schön heftiger Kampf. Admiral Tuvok hat gebeten, vor dem Briefing mit euch zu sprechen. Ja, dann werden wir dem Admiral doch den Gefallen tun. We are not yet ready to begin. While I finish preparations, I suggest you speak to the liaisons of our allies. Okay, dann werden wir mit den ganzen Spezies hier mal sprechen. Hier haben wir Seven. The cooperative asked me to inform you that they appreciate your assistance and are prepared to provide what assistance they can in the final battle against the Vardwar. Ja, das sieht doch gut an, dass die Kooperative uns da schön unterstützen kann. The cooperative's main weapon is adapted Borg technology. Cooperative vessels can confuse the systems of opposing ships and cause them to fire on friendly targets. This tactic is most effective in mixed groups of ships, where the cooperative can turn the larger vessels against the smaller ones. The cooperative appreciates your partnership, and we are eager to end the Vardwar threat to our quadrant. Our technological capabilities are at your disposal. Ja, diese ganzen Informationen sind sehr wichtig, denn die werden wir nämlich jetzt für die Mission sehr brauchen. I'm not sure I completely trust the Kazon after our experience with Maj Sessa. But they say they'll fight for us today. Maybe you'll have better luck reaching a consensus with them than I did. The Kazon have a large number of ships and fight without fear. However, their lack of organization makes slotting them into precise battle formations problematic. They'll go to war with you, but they may not follow every order. The Kazon are eager for battle. Our enemies will fall today. All of them. Denn in dem Kampf werden wir verschiedene Taktiken anwenden müssen. Good to see you again. Through my excellent diplomatic skills and some assistance from Admiral Tuvok, I have managed to convince the Hierarchy Board of Directors that assisting us in this battle and ensuring the end of the Vardwar will improve their long-term profits. The Hierarchy are experts at surveillance and espionage. If the Vardwar try any tricks, the Hierarchy would be the ones we should send to subvert them. Greetings. The Hierarchy is anticipating a profitable transaction under your guidance. Our surveillance and tactical capabilities are at your disposal. Ja, das hört sich doch sehr gut an. We have a firm contract with the Hazari. It would bring them great dishonor to fail to complete it, so I expect that we'll have their full support in this battle. The Hazari ships usually fight in pairs. One ship hangs back and provides shield support for the other. This gives them excellent defensive capabilities, but it comes at a cost. Their firepower isn't quite as strong as it would be if they weren't so dedicated to protection.
Greetings. The Hazari will uphold our end of the contract, to the letter. And we expect you to do the same. We specialize... Ja, das hat Nelix uns ja gerade schon erzählt, was die für Spezialitäten haben. The presentation will begin momentarily. Perhaps you would be willing to check in with the representatives of our other allies. We invited Eldex's people and the Herogen, but neither group chose to send a representative. Okay. Wen haben wir hier? Die Bentana. Greetings. The Benthan Guard is honored to join you in the fight against the Vaadwaar. We dedicate our lives to promoting law and order throughout the Delta Quadrant. Finding someone else with the same ideals is unusual, but most gratifying. Ja, bei den Bentanern habe ich mir da eigentlich auch keine Sorgen gemacht. It's an honor to meet you again. I am eternally grateful for your assistance on my world. By joining you in this fight, perhaps I can begin to repay a small portion of the life debt my people owe you. Ja, das stimmt. Wir haben denen ja schon sehr geholfen, von daher. Greetings. Aiding you against the Vaadwaar was a difficult decision for our people. We do not wish to ally with you, but we understand that ending Gaul's reign of terror is more important than our discomfort. Ja, die sind immer noch nicht so ganz damit einverstanden. Hello again. You've done so much to help us. It's only right that we help you this time. Selbst die Talaxianer helfen uns, die ja nicht wirklich eine Streitmacht sind. If you are ready, I will begin the presentation. Na, dann fangen wir an, Tuvok. The bulk of the Vaadwaar fleet has pulled back to Vaadwaar Prime. We expect to face the final might of the Vaadwaar, including Gaul's flagship. Our battle there will have five fronts, each progressively closer to the planet. Our rendezvous point will be here, where the mineral content of the moon will help to hide our ships. The Tuareg will secure the subspace tunnels in this area, while the Kobali will help the wounded. The Admiral has already given us our assignment. Our forces will assault the other side of the planet to secure the area against a possible retreat. Our Talaxian friends will be in charge of transporting prisoners of war. To give us the best possible chance of success, our battle commander will be able to call in one wing of our allies at each of the first four fronts. Each wing of allies has different tactical advantages. The cooperative can confuse enemies. The Kazon have many ships and fight without fear. The Hierarchy have unparalleled espionage and surveillance abilities and should be difficult to take by surprise. Hazari vessels fight in pairs, with one ship reinforcing the other's shields. This battle will be difficult, but we must prevail. Ja, und das werden wir schon irgendwie hinbekommen. Dann beamen wir mal zu unserem Schiff und beginnen mit dem Angriff auf den Heimatplaneten. Zack, sehr schön. Alle Schiffe sind aus der Sphäre rausgeworbt und unser Schiff stand dann schon wieder da. So. The fleet is ready to begin the assault. I will remain behind to coordinate their movements, while you will be commanding the battle from the field. We have four wings of allies at our disposal to help you break through the Vaadwaar. Der Mond hier, der sieht einfach so komisch aus. One wing in each area. Are you ready to begin? Ja, sind wir. The Vaadwaar have sent out several large frigate scout forces. Which wing of allies do you want to assist you? Da würde ich die Kazon mal nehmen. The Kazon number should be a match for the frigates, and their lack of organization should not be too great of a hindrance. Something's not right here. The Kazon are in the wrong position, and they aren't responding to my hails. Na klasse. Stellt, dass einige Schiffe von der Nizrim sind. Okay.
Habt ihr wirklich geglaubt, dass ich euch diesen Wahnsinn helfen würde? Der Tod meiner Mutter wird nun endlich gerecht werden. Na super. Jetzt direkt zum Anfang mal so ein Mist. I was worried they might double cross us, but I never thought they would be so blatant. But come to think of it, they did say some pretty suspicious things during the briefing. Fortunately, Admiral Tuvok and I have a backup plan. Sessen has been encroaching on Hirogen territory for some time. They'll join us in battle for a chance to collect his ship as a trophy. Das hört sich gut an, die Hirogen kommen dazu. Ja, ist natürlich doof, dass ausgerechnet die Kazon uns direkt am Anfang hinter das Licht führen quasi. Weil das halt Kazon sind, die zu Sessen gehören. Aber gut, wir können es jetzt leider auch nicht mehr ändern. Immerhin sind die Hirogen hier und bereit für uns zu kämpfen. Das heißt, wir kämpfen jetzt erstmal nicht gegen die Vador, sondern erstmal gegen die Kazon. Beziehungsweise, ja, jetzt können wir hier die Gruppe auch mal angreifen von den Vador. Ja, die Hirogen, das sind schon ziemliche Jäger, also dass die gut kämpfen können, das wusste ich vorher auch schon. Die sich allerdings bei diesem Mond hier gedacht haben, warum der so unförmig ist, ich habe keine Ahnung. Das sieht einfach nur strange aus. Ja, und wir haben gar keine Verluste, denn die Rhode Island ist noch da und unser Schiff ist auch da. Das heißt, die Föderation hat null Verluste. Allerdings die Kazon, die Hirogen und die Vator. So, jetzt machen wir das letzte Schiff noch kaputt. Sehr schön. Und dann können wir den Ruf nämlich dann auch beantworten. The Terrain Fleet has secured the subspace tunnels. The Vadwar will not be able to use them to attack or to retreat. Das hört sich doch gut an. Establish a medical flotilla and secure the area. Vessels of the fleet can transport any wounded, including Vadwar, to our ships for treatment. Okay, dann können wir direkt mal zur nächsten Front weiterfliegen. Wir haben ja hier, wenn ich mich nicht täusche, 4 Fronten. So, ein bisschen fliegen wir jetzt vom Mond weg und da haben wir direkt die nächste Front. Also ich würde fast sagen, die Hazari machen eigentlich am meisten Sinn. Komm, die nehmen wir jetzt. Vadwar cruisers do not have the firepower to break through the reinforced shielding. Gut, also war das doch eine gute Wahl. Sehr schön. Naja, 4 Hazari-Schiffe sind zwar leider nicht wirklich viel, aber naja, besser als gar nichts. Ich habe fast Kriegsschiffe. Kazon Ogla will no longer stand by, while the Relora and Nistrum sully our name with their treachery. I will make good on their false promises. Oh. Immerhin ein paar Kazon die Ehre haben. Auch wenn es auch nur 4 Schiffe sind, aber die kann man sehr gut gebrauchen. Denn die Hazari-Schiffe sind halt wirklich nicht viele. So. Können wir nämlich hier den Haufen erstmal ausschalten. Die Kazon sind auf der anderen Seite noch gut mit denen beschäftigt. Sie sollten das zumindest das erste hinbekommen. Da nicht durchkommen durch die Verteidigung der Hazari. Aber ich muss natürlich die einen Kazon, die wirklich zu uns stehen, auch im Auge behalten, dass deren Schiffe nicht draufgehen. Oh, wie sie ist, die ziehen sich zurück. Das werden wir aber nicht zulassen. Wir werden jedes einzelne Vadwar-Schiff hier auseinanderrupfen, damit die Bedrohung der Vadwar endlich aufhört.
So, ja, ist glaube ich nur noch. Ja, das war gerade das letzte Schiff. Es ist sehr schön schnell geplatzt gerade. Wir müssen das Satellitennetzwerk deaktivieren. Das würde die Batwa davon abhalten, Überwachungsdaten für einen Gegenangriff zu verwenden. Zunächst müssen wir die Sicherheitsmaßnahmen auf einem der Satelliten umgehen. Dann können wir einen Virus platzieren, der das gesamte Netzwerk lahmlegen wird. Ja, das hört sich doch gut an. Dann machen wir das doch. Der Satellit ist... Achso, das sind mehrere Satelliten, stimmt. Dann drehen wir uns mal gerade schnell. Na komm schon. Ach, ich glaube, reicht sogar, wenn wir das nur auf einen draufladen. Der überträgt das wahrscheinlich an die anderen dann auch weiter. Wir haben die erste Wave von Vaudoir-Defenders und wir sind in die Position für unsere nächste Offensive. Die Resistance ist schwerer als erwartet, aber unsere Schiffe haben so far proved equal to the task. Das hört sich sehr gut an. Bitte remember to direct any wounded or prisoners of war to our flotilla at Alpha Front. Ja, ja. Edward will. Dann können wir direkt mal zur Charlie-Front rüber. Das geht gerade richtig schnell. Also, ich habe diese Fronten schon mal gemacht, aber da habe ich, glaube ich, teilweise nicht so gute Entscheidungen getroffen. Bisher sieht es sehr gut aus. Das hört sich fast schon an einem Job für die Kooperative an, wegen großen und kleinen Schiffen. Cause the larger ships to attack the smaller ones. Certainly, the cooperative coordination and discipline will be more than a match for the tactical abilities of the Vaudoir. Oh, kleine Sphären nur. Das ist jetzt aber traurig. Denn in der, ich weiß, dass in der Jelena und Dyson Sphäre auch ein Borg-Kubus drin war. Warum die den jetzt allerdings nicht mitgeschickt haben, verstehe ich nicht so wirklich gerade. Das sollte aber auch so reichen. Wir haben ja bisher noch keine Schwierigkeiten gehabt mit den Schiffen hier. Ja, da hast du wohl recht, Seven. Denn, klar, wir kriegen unsere Schilde leicht angekratzt, aber das war's eigentlich dann auch schon. Und auch die kooperative Schiffe sind bisher, so wie ich das gesehen habe, alle noch vollzählig. Von daher, das geht alles sehr, sehr flott. Zack. Das erste dicke Ding schon mal zerlegt. Jetzt gucke ich gerade, wo sind denn die anderen Schiffe? Ja. Ach, da hinten, okay. Da haben wir noch ein paar mehr. Dann hauen wir da auch mal richtig rein. Dreh dich. Ich möchte Gegner sehen. Ja, wir haben leider aber nur den einen gerade in Reichweite. Darum müssen wir etwas näher jetzt ranfliegen. Aber das klappt alles sehr gut. Das sieht man definitiv. Ah, da haben wir wirklich ein gutes Händchen diesmal gehabt mit der Auswahl der Verbündeten. Sehr, sehr schön. Okay, Orbitalplattform müssen wir sichern. Dann machen wir das doch einfach. Man könnte die natürlich auch einfach zerstören. Aber gut. Transporting prisoners of war from the orbital platforms at your command. The Vaudoir forces in this area have been defeated. What are your orders? Ja, es ist schon wichtig, dass diese Fronten dann auch gesichert werden. Denn es kann ja immer noch, sag ich mal, Unterstützung der Vaudoir eintreffen.
die uns dann quasi aus dem Hinterhalt erwischen. Da wäre das schon gut, wenn alle Fronten abgesichert sind. The Vodwar have constructed a defensive line of battleships. However, knowing the Vodwar, they might be planning a surprise attack. Und dafür haben wir ja die Hierarchie. A wise choice. The espionage and surveillance capabilities of the hierarchy should help us prepare for any surprises the Vodwar might have in store. Und da kommen sie schon. Auch sehr kleine Schiffe, muss ich sagen, bei der Hierarchie. So. Ein paar Dröhnchen raus und dann können wir auch schön angreifen. Das weiß ich, bin ich mir nicht wirklich sicher, aber mit den Spionagesachen kommen wir halt einfach sehr gut zurecht. Wir können halt da ihren Vorteil ausrufen, beziehungsweise können da wirklich die Vodwar sehr überraschen. Aber hier sind ein paar mehr Kreuzer definitiv, das merkt man. Hier haben wir nämlich drei Streitkräftegruppen. So, da ein volles Kanonenrohr rein. Komm. Du platzt sehr schön. Und erste Gruppe auch noch nicht ausgeschaltet. Okay, irgendwo scheint doch noch hier was zu sein. Von der ersten Gruppe. Vielleicht haben die sich auch so zerstreut gerade, dass die Gruppen teilweise jetzt vermischt sind. So, fliegen wir ein bisschen näher rein und dann können wir wieder alles schön beschießen hier. Zack. Schauen wir kaputt. Immer noch nicht. Nein, doch, jetzt haben wir endlich mal eine Gruppe ausgeschaltet. Kann natürlich sein, dass wir jetzt sehr schnell zwei, drei andere Gruppen noch zerstören. Dass wir vielleicht wirklich von mehreren Gruppen verschiedene Schiffe zerstört haben. Aber gut, Schiff ist Schiff. Wir müssen sie eher vernichten, um zum Planeten zu gelangen. Da haben wir schon die zweite Gruppe. Und jetzt sieht das sehr danach aus, als hätten sie nur noch zwei, drei Schiffe. Obwohl das eine ist auch gerade geplatzt. Es scheint nur noch das Schiff da hinten zu sein. Denn sonst sehe ich hier kein einziges mehr. Können wir da jetzt mal schön reinbrechen noch. Schöne Strahlenbanküberladung. Zack. Und dadurch ist es dann auch direkt geplatzt, das Schiff. Sehr gut. Wir müssen die orbitalen Reparaturplattformen in diesem Gebiet deaktivieren. Die Vodwar könnten hiermit ihre Schiffe reparieren und dann erneut in den Konflikt eingreifen. Die Plattformen sind in einem Netzwerk verbunden. Wenn wir die Subroutine der Erkennungskontrolle in einer einzelnen Plattform ändern, dann sollte sich das auch auf die anderen Plattformen auswirken. Naja, wir haben deren Schiffe zerstört eigentlich. Also ich weiß nicht, was die da noch reparieren wollen. Aber gut, dann machen wir das halt einfach. Wie gesagt, wir hätten diese Station auch einfach in die Luft jagen können. Das hätte, glaube ich, denselben Effekt gehabt, aber naja, gut. Die Petaner rufen uns, okay. Sir, wir haben die Verteidigungslinie der Vodwar durchbrochen. Sie fallen zurück, doch wir halten sie in Schach. Wir schätzen, dass wir sie in Kürze an der Echo-Front treffen werden. Hört sich doch sehr gut an. Ja, erstmal das Gebiet wieder sichern, ne? Dann begeben wir uns nämlich jetzt auch noch zur Echo-Front. Da sind dann auch die Ventana, die von der anderen Seite angegriffen haben. Und dann werden wir uns mit denen zusammen hier durchschlagen. Wir haben broken through to their final line of defense, their command ships. However, in doing so, we have exhausted our supply of allies, and the Vodwar dreadnoughts are formidable. This will be a difficult fight.
Da hat er wohl recht, dass es ein schwerer Kampf werden wird. Und darum würde ich sagen, machen wir auch an der Stelle erstmal Schluss. Die nächste Phase des Angriffs machen wir dann beim nächsten Mal. Und ich würde sagen, bis dann, Leute. Haut rein!